Und ich würde jetzt tatsächlich gerne nochmal ins Deck gucken. Der Kampf eben hat mich so ein bisschen gestärkt. Die körperlose Stimme ist zurück, ja? Nur weil man etwas nicht zeigt oder nicht sieht, muss es ja nicht da sein. So, die Wagenburgen, die finde ich nämlich gar nicht mal so überragend. Oh, die geben 15 Punkte. Wow. Ich finde die nämlich jetzt wirklich nicht so berauschend. Also, heute habe ich sie nicht vermisst. Stattdessen könnte man vielleicht nochmal eine Arbalest und einen Sensenkämpfer noch mit hinzutun. Die Sensenkämpfer, die ich letztes Mal so blöd fand, finde ich diesmal eigentlich ziemlich gut. Nimm die mal raus. Wir haben jetzt 30 Punkte zur Verfügung. Kriegen wir das sinnvoll kombiniert? 18, 25. Entweder zwei hiervon und noch einen davon. Oder man tut dann noch einen Rivian-Pikinier dazu. Stellen erstmal hier einen her. Nicht. Kann den nicht rekrutieren. Warum nicht? Ist noch nicht freigeschaltet. Habe ich das noch nicht freigeschaltet? Nee, nicht Kommandozelt. Werkstatt. Zelt. Bildungsplatz. Lüre doch, aber Läste kann ich herstellen. Das habe ich doch freigeschaltet. Wir haben 200 Gold, wir haben 25 Holz, wir haben zwei Truppen. Moin Red Deer, schönen guten Abend. Wieso kann ich nicht herstellen? Ja, ich spiele das auch. Du etwa auch? Ich bin nur gerade ein bisschen verzweifelt, dass ich gerade nichts rekrutieren kann. Nein. Mein Deck voll. Nö. Also, was heißt voll? Hier in dem Lager kann ich doch genug haben. Hier habe ich noch Platz. Ich kann doch genug. Ich kann doch so viele Karten herstellen, wie ich will, oder nicht? Die kann ich rekrutieren. Oder kann ich nur eine gewisse Anzahl rekrutieren? Und wenn das so ist, wie sehe ich das? Ich habe die fünfmal. Und dann ist voll, oder wie? Hier habe ich zweimal. Kann ich jede... Ups. Kann ich jede Karte nur fünfmal haben, oder? Ja, rekrutieren. Kann ich Karten löschen? Ich kann auch auf Reserve... Ja, aber ins Deck nur 25... Hä? Kannst du 25 von 25 rekrutieren? Das verstehe ich nicht. 25 von 25 was? Ist die Frage. Ich möchte sie ja nicht ins Deck tun, ich möchte sie herstellen. Wieso kann ich die Karte hier nicht herstellen? Oder
Diese Karte kann ich auch nicht herstellen. Wahrscheinlich kann ich jede nur 5-mal haben. Wäre jetzt meine Vermutung. Habe ich noch irgendeine Karte 5-mal? Nö, Regimentstrommler müsste ich ja auch herstellen können. Genau, den könnte ich rekrutieren. Vielleicht ist das hier unten die Max-Anzahl. Nee. Was ist das hier für eine Zahl? Na, das ist doch schon wieder ärgerlich. Ich hätte mir das jetzt so schön ausgemalt, dann machen wir einfach hier noch ein bisschen was rein, aber... Nö. Dann stelle ich mir zwei... 4 Slots. Nee. Doch, stimmt, ja, genau. Einheitkosten ist die untere Zahl, aber dann kannst du maximal 5... Kann sein, dass man maximal 5 pro Einheit haben kann. Ja, die Armee hat ein Limit, aber die Armee ist doch das hier, China. Ich meine, die habe ich ja auch hier rumliegen. Okay, aber wenn ich jede Karte nur 5-mal haben darf, insgesamt, überhaupt, das ist aber schon fies. Das ist mein Deck. Genau. Das ist mir klar. Ich muss mindestens 25 Karten haben, ich darf hier nur maximal drüber. Aber die Frage ist ja, darf ich nur 5-mal diese Karte überhaupt besitzen? Ob jetzt im Deck oder im Lager? Nennen wir das hier mal Deck, das hier Lager. Im Lager hatte ich gedacht, kann ich so viele Karten von jeder Einheit haben, wie ich will. Aber das ist scheinbar nicht der Fall. Dann stelle ich mir hiervon halt noch welche her. Wir probieren das mal aus, ob man jetzt hiervon auch 3 Karten nur maximal haben darf. Noch zusätzlich. Jetzt habe ich 3. Jetzt habe ich 4. Jetzt habe ich 5. Und ich kann keine mehr herstellen. Okay, dann ist das tatsächlich der Fall. Dann hauen wir die 3 da rein. Das ist auch ein Blitz. 15 dürfte man jetzt insgesamt haben. Dann hauen wir uns davon noch einen rein vielleicht. Oder halt noch einen Trommler. Könnt ihr auch noch 2 Trommler haben. Mal gucken, ob das funktioniert. Und dann können wir noch eine 5er-Karte reinsetzen. Wir könnten aber auch einfach jetzt noch den hier nehmen. Ja. Machen wir es mal so. Das ist ja gemein, dass man das nicht so ausnutzen darf. Gut. So. Holen wir uns hier mal das ganze Zeug wieder zurück, was wir eben ausgegeben haben. Könnte tatsächlich ungefähr hinkommen, außer halt Rekruten. Unfassbar. So, da ist noch Beute, aber ich glaube, die ist dann eher auf der anderen Seite der Brücke. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal gemütlich auf die andere Seite. Na, was haben wir hier? Mein Sohn überrannt, Majestät. Sie sahen ihn auf der Straße, wollten nicht ausweichen. Herrin, ich habe nicht viel, aber gerne gebe ich mein letztes Geld für die Sache, für Rache. Schwarzkinder halten uns für Hunde. Sie haben Ostrik enthauptet, weil er nicht vor ihrem General knien wollte. Sie haben Ostrik enthauptet. Okay. Ist dadurch, aber es lohnt sich ja doch, die Sachen einmal durchzuhören. Hier ist die Beute. Ah, und genau, das hier haben. Die Viecher haben wir auch vorhin noch gesehen. Scheint ein normaler Kampf zu sein. Oder ein Kampf zu sein, aber dann bestimmt wieder in der einen Runde. Nee, Standardkampf. Ganz normaler Kampf gegen Monster. Aus den Seerosen. Lyrische Fischer behaupteten, dass den Seerosen in den Flachzonen der Javina-Monster entstiegen waren. Angeblich hatten sie riesige fischartige Augen und einen Schuppenpanzer mit grünen Borsten. Ich glaube, in Witcher 3 waren die Monster auch immer sehr hässlich. Also gegen die zu kämpfen. So, wir nehmen mal einen hiervon raus. Davon reicht uns auch einer. Den nehmen wir mal weg. Den nehmen wir mal wieder weg. Eine 11er-Karte ist halt schön.
Dann haben wir aber zwei von denen. Das ist auch nett. Okay. Füge jeden Zug am Ende des Zuges einer zufällig gewählten gegnerischen Einheit einen Schaden zu. Rufe diese Einheit aus deinem Friedhof herbei und schwäche sie um 4. Friedhof haben sie aber noch nicht. Und alle 5 Züge gibt es strömenden Regen. Der hatte, glaube ich, zur Folge, dass man nicht so weit schießen konnte. Nee, es war Nebel. Was macht denn nochmal Regen? Das weiß ich gar nicht mehr. Was der Regen gemacht hat. Gut. Ein Schaden jemals mal, finde ich nicht nett. Wir könnten tatsächlich hiermit anfangen. Mit ihr machen wir 4 Schaden, dann sind wir noch bei 5. Ja. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Dann setzen wir den schon mal ein. So, und Standardkampf heißt aber auch, wir müssen 3 Runden spielen. Das müssen wir natürlich auch noch im Hinterkopf behalten. Er hat aber nur 6 Karten als Nachziehstapel. Das... Oder 9? Ne, 6, oder? 6 müssten das sein. Müsste aus meiner Perspektive sein. Das könnte also eine Chance sein. Okay. Gut, der hat natürlich jetzt von diesen 5 schon mal wieder 4 verloren. Vielleicht im Ausgleich viele Permanente oder Mittel, um Karten zurückzuholen. Im Ausgleich viele Permanente oder Mittel, um Karten zurückzuholen. Was meinst du damit? Ich habe nicht so viele permanente Karten. Das passt aber noch nicht. Wir spielen hier mal so einen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, er verschiebt sie zurück. Und macht Regen. Weil er nur 6 Nachziehkarten hat, ja. Ach so, ah, das meinst du. Ja, stimmt. Ah, ja klar, kann sein, dass er viele permanente hat. Stimmt, und die Monster hatten viele zurück, konnten aber viele zurückholen vom Friedhof und so weiter. Das war immer recht hässlich. So, hier kriegen wir so... Ich brauche ein Ziel. 4, das ist jetzt blöd. Das klappt nicht ganz. 4 ist doof. Hätte ich doch erst eine andere Karte spielen sollen. Gehen mal da drauf. Weiß halt nicht, was der Regen hier gerade tut. Oder kann ich denn keine Karte dahin spielen? Doch, kann ich. Und wir könnten jetzt den hier rausnehmen. Ich glaube, je früher wir den rausnehmen, desto Schütze zu Diensten. Besser ist es. Und er ist wieder da. Ach genau, weil er diese Einheit wieder zurückrufen kann. Aber er muss sie um 4 schwächen. Das heißt, wir müssen sie noch einmal erledigen. Okay. Der passt. Okay. Dann passen wir auch. Und entscheiden damit die erste Runde für uns. Und ziehen entsprechend nach. So, jetzt dürfen wir sie nur leider noch nicht... Wir können sie auch noch gar nicht einsetzen. Dann holen wir uns mal den Trommler. Wieder und wieder und wieder. Strömender Regen. Okay, da kann wieder Schaden zufügen. Wir schauen mal, was wir bekommen. Wir kriegen einen Streitwagen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Streitwagen ist eigentlich auch nicht schlecht. Streitwagen ist nicht schlecht. Wir haben jetzt nichts, womit wir groß Schaden machen können. Mit dem können wir Schaden machen. Die können wir uns auch wieder zurückholen. Das ist eigentlich ganz nett. Aber da machen wir eigentlich auch noch nicht genug Schaden mit.
Wir spielen den Kollegen. Mein Geist ist willig, aber. Und dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir jetzt nochmal so den hier spielen, damit wir dann hier möglichst schnell sie wieder einsetzen können. Außerdem machen wir hier Schaden. Wir können den in der nächsten Runde rausnehmen. So, jetzt kommen bestimmt hier die hässlichen Sachen. Modehaut. Generiere eine einfache Kopie dieser Einheit beim Ausspielen. Deploy müsste ausspielen sein. Todeswunsch, füge allen Einheiten dieser Reihe 3 Schaden zu. Oh. Ja, die sollten wir vielleicht nicht ausschalten. Ja, und wir können jetzt den Ertrunkenen hinten rausnehmen. Das könnten wir. Ja, machen wir mal. Ne? Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Das machen wir mal. Noch mehr Mode heute. Das ist unangenehm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Karten wären das. Ich bin im Überlegen, ob wir sonst nicht passen sollen. Der muss noch Karten spielen, damit... Ein Host. Vielen Dank für den Host. Nehme ich mal an. Wird mir gerade wieder hier nicht angezeigt. Oh, das ist wieder ein Zufalls-Miep-Miep. Das kann auch sein. Wie auch immer. genau, das wäre jetzt passen. Der muss nämlich noch Karten spielen, damit er überhaupt über die 45 rüberkommt. Hat jetzt noch 10 Karten. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ne, wir ziehen nur 3 nach. Wir hätten dann auch 10 Karten. Haben dann aber mehr Karten, weil er ja noch Karten spielen muss. So. Das wäre jetzt tatsächlich eine Überlegung. Wir haben aber keinen, mit dem wir Schaden machen können. Das ist schlecht. Dann würde ich den hier noch zurückholen. Damit haben wir aber weniger Punkte. Okay, jetzt führt der. 2, 3, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir haben 10. Wir hatten eine Karte mehr. Die Mode heute sind halt hässlich. Und er macht jetzt auch wieder hier mehr Damage. Wir probieren das mal. Wir setzen uns auf die letzte Runde. Schöne Karten dazu bekommen. Und er fängt hier wieder mit so einem Viech an. Gut, holen wir uns den. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Wir könnten mit ihr jetzt auch gleich draufhauen. Das sollten wir auch tun. Okay, der ist nicht nett. Die Frage ist, was haben wir hier eigentlich noch für Blitzeinheiten rumliegen? Wahrscheinlich kriegen wir entweder einen Trommler oder den mit höchster Wahrscheinlichkeit, aber auch einen Rivian-Pikinier. Okay. Links, rechts, links, rechts, Trommler. Links, rechts. Okay. Die Ladung heben wir uns für ganz am Ende auf natürlich. Wir haben 5 Karten davon, das heißt, wir hätten hier 8 liegen. Wir könnten dann gleich einmal 9 Schaden raushauen. Das wäre eigentlich schon fast ein bisschen viel gerade. Eigentlich, da könnten wir auch das Wasserweib rausnehmen. Wobei, sie verschiebt sowieso. Sie verschiebt sowieso. Der Sold steht aus. Mal wieder. Dann soll sie verschieben. Okay. Dann gucken wir doch mal. Was kriegen wir hier Schönes? Wir kriegen so einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir könnten gleich 8 Schaden machen. 8 Schaden ist okay. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Und dann machen wir Lyrian!
8 Schaden auch, schalten den hier aus. Oder auch nicht. Weil ich es falsch gespielt habe. Ich bin auch ein Held, oder? Warum spiele ich den denn nach vorne? Der muss doch hierhin gespielt werden, dann ist der nämlich weg. Ah! Ah, ich habe mich verklickt. Nein, ich habe mich verklickt. Verdammt. Nächste Runde können wir sie einsetzen. Den möchte ich ungern verlieren, deswegen verbessern wir den einmal eben kurz. Vielleicht ist es sogar mit der Kombi sogar besser, eine starke Einheit zu verbessern mit den 10, um dann hier mehr rauszuholen. Das wäre eigentlich besser gewesen. So, wir können sie einsetzen. Wir sind Mode heute. Das ist aber das ist aber blöd. Aber das macht nichts. Die gehen ein bisschen runter, die gehen ein bisschen hoch. Genau, wir gehen jetzt all in, China. Genau, das sowieso. Ach stimmt, der hat ja auch noch 4 Karten. Die Mode heute sollten wir jetzt nicht kaputt kriegen. Halt. Erst noch. Eigentlich, das war ja die Karte, die ich gespielt habe, genau. Ich hoffe, die Mode heute überleben jetzt. Sieht gut aus. Perfekt. Jetzt haben wir hier eine 19. Das ist auch super. Noch mehr Mode heute. 19 ist super. Dann könnten wir jetzt eigentlich den hier einsetzen. Der wird nämlich jetzt um 18 erhöht. Ah, ja. Mode heute geben jedes Mal 16. Das ist echt nicht schön. So, wir könnten gleich eigentlich nochmal schießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hiermit haben wir dann ein Bolzen. 9. Mehr brauche ich nicht. 9. Das heißt, wir können den hier rausnehmen. Dann nervt der schon mal nicht mehr. Okay. Kann man machen. So, wir spielen jetzt nochmal so ein, dass wir den gleich hiermit noch mitkriegen. Er tauscht wieder um. So, aber das war's. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Aber eigentlich möchte ich schon gerne jetzt hier nochmal gucken, wie viele Punkte wir jetzt hier so rausholen. Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Wie viele Punkte holen wir denn jetzt hier so raus? Ah, da geht gleich eine Modehaut kaputt. Hehe. Nee. Machen wir nicht. Wir müssen einander vertrauen. So, jetzt könnten wir halt hier noch einmal hier wieder rausholen. Oha. Das ist auch eine Blitzkarte. Sehr krass. Jetzt kann ich nur leider mein Deck nicht angucken. Aber wir müssten noch 2 von denen haben, oder? Was? Wer sagt es? Nee, haben wir nicht. Ich hätte ihn da leben tun sollen. Ist auch ein bisschen ärgerlich, dass wir die beide nicht bekommen haben in diesem Kampf. Ich werde natürlich den hier nochmal spielen. Ich kann nicht mehr. So, da passt gar nicht mehr alles rein. Ja gut, wir passen auch. Haben jetzt 107 Punkte gemacht. Kann man machen. Läuft. Funktioniert ohne die Wagenburg also auch jetzt ganz gut. Malcolm, die Straßen sind gefährlich. Heutzutage sind mehr Schwarzkittel unterwegs als Mücken. Es ist verdammt nochmal unmöglich, nach Dravograd zu gelangen. Vorerst habe ich die Schätze in einer verborgenen Kiste an der Seite der Herberge gegenüber vom Tempel versteckt. Wir können uns überlegen, wie wir sie verlegen, sobald sich dieses Chaos etwas gelegt hat. Versuch, bis dahin am Leben zu bleiben. Hier. Okay, wir haben hier so ein Häuschen. Im Wald, in so einer Biegung. Das
Kommen wir da hin? Da kommen wir hin. Perfekt. Eine Biegung, so ein Häuschen. Einsames Häuschen im Wald. Und wo ist der Wolf? Hm, das ist die Frage. Und was ist denn da vorne los? In Elsterberg. Mewe und ihre Gesellschaft kamen zu einem Dorf, das von Nilfgaardern geplündert worden war. Schon von fern hörten sie Schreie und bald entdeckten sie, dass es keine Schreie der Trauer, sondern der Wut und des Verfluchens waren. Los! Prügelt den Mistkerl ordentlich durch! Gnade, gute Leute! Ich habe nichts getan! Die Dörfler standen in der Dorfmitte um einen blutigen Elf, der in ihrer Mitte kauerte. Sie hielten Steine in den Händen und bedrohten und beschimpften ihn. Die Königin verlangte eine Erklärung. Ein rußiger Waffenschmied trat vor und spie. Der Hurensohn ist ein nilfgaardischer Spion, Majestät! Er hat das Dorf plündern lassen! Hängen soll er! Die übrigen Dörfler murmelten zustimmend. Der Elf fiel vor der Königin auf die Knie. Gnade, Rena! Rettet euren treuen Untertanen! Sie beschuldigen mich nur, weil ich ein Elf bin! Ja, diese Feindlichkeit hatten wir schon in einem anderen Dorf. Wir wissen ja nicht, wir haben ja keine Hinweise bis jetzt, ob er jetzt ein Spion sein könnte oder nicht. Beides ist möglich. Beides ist möglich. Das ist jetzt eigentlich eine 50-50-Chance. Und wir haben ja eben schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Spionen. Bin ich tatsächlich am Überlegen, ob wir jetzt den hier nehmen. Wir wissen nicht, wie wir vertrauen können. Wir können auch eine Münze werfen. Hier würden wir sicherlich in einen Kampf kommen. Hier weiß ich nicht, was passiert. Würde mich eigentlich auch jetzt interessieren, was passiert, wenn wir das hier wählen. Mewe wusste nicht, wer die Wahrheit sagte. Daher beschloss sie, sich nicht einzumischen. Es würde die aufgebrachte Menge nur anstacheln, den Elfen zu verteidigen. Als die Dörfler dem Elfen später die Schlinge um den Hals legten, verfluchte er die Gleichgültigkeit der Königin. Hol euch der Teufel, Bloede Breoga! Euch, eure Linie und euer ganzes verfluchtes Land! Mewe gab das Signal zum Aufbruch. Die Schreie des Elfen und sein Flehen um Gnade klangen dem Gefolge nach. Dann brachen sie ab. Und die darauf folgende Stille war noch lauter. Wahrscheinlich ist jetzt die Moral gefallen. Ich weiß es nicht. Ein Verräterkopf weniger. Ein Verräterkopf weniger. Okay, es gibt aber auch keine Belohnung. Wieso ist das halt? Oh, und neuer Anschlag. In Kelchdorf. Neue Markierung hinzugefügt. Hier oben haben wir einen interessanten Ort. Hier ist noch Beute. Da ist noch Beute. Könnten nochmal einen Speer losschicken. Ui. Hier ist noch einiges zu sammeln. Gut, hier kommen wir aber erst später hin. Können wir mit dir reden? Ne, mit dir können wir nicht reden. Gut, dann heute nicht. Neue Schnellreisenpunkt freigeschaltet. Hast noch eine Weile auf der Karte zu tun, ja? Ich denke auch. Eure Majestät, der Besitzer dieses Anwesens hat Entschädigung für kriegsbedingte Schäden verlangt. Er behauptet, ihr hättet eure königliche Pflicht vernachlässigt, seinen Grund vor dem Angriff der Nilfgaarder zu beschützen. Ja. Also ich finde, Moral ist so wichtig. Da werden wir auf jeden Fall die Moral nehmen. Da hat er recht, ich allein trage die Schuld. Gebt ihm, was ihm zusteht. Moral ist einmal so eine gute Sache. Hat man ja in dem einen schwereren Kampf da an der Burg gemerkt. Das ist schon viel wert. Hey, einen neuen Erfolg freigeschaltet. Verdiene mindestens 10.000 Gold. Wir haben schon 10.000 Gold gesammelt und bekommen. Wahnsinn. Ach stimmt, hier ist noch was. Das heißt, ich habe auch schon fast mehr als 7.000 Gold ausgegeben. Gut, hier unten haben wir noch was. Dann gehen wir wieder runter. Ist echt einen interessanten Ort übersehen.
Oder haben wir den erst jetzt später freigespielt? Ach, und das Häuschen am Wald müssen wir auch noch finden. Eure Hoheit, ein Händler bietet einen vielleicht interessanten Vorschlag an. Er würde seinen Laden wegen des Kriegs schließen und uns alle seine verbleibenden Waren vermachen. Als Gegenleistung bittet er darum, von einigen eurer Männer Geleit zur nächsten Stadt zu halten. Wir kriegen ein Kartenfragment, machen wir. Okay, auch hier sind wir bald dabei, so weit, dass wir eine neue Karte haben. Bin mal gespannt, was diese Karten können. Nee, hier ist nicht der Schatz. Was haben wir denn hier? Achso, hier war der Kampf. Genau. Mit euch hatten wir, glaube ich, schon gequatscht. Ja, genau. Weil er nicht vor ihrem General knien wollte. Der Ostrik, der enthauptet wurde. So, 30 Gold, ein bisschen Holz. Öffnen, Inventar öffnen. Zum Menü. Okay. So, war jetzt hier noch was auf der Insel? Ja, oben noch. Okay, das heißt, wir können jetzt hier weitergehen. Sachen soweit abgefrühstückt. Dann folgen wir noch diesem Weg. Die Götter werdet ihr nicht besiegen. Sie fürchten eure Fackeln und Schwerter nicht. Frevler, Heiden, Götzendiener, die vor der Sonne knien. Verflucht seid ihr, Söhne Nilfgaards. Mögen Straßenköter eure Knochen kauen. Ich glaube, ich weiß, warum es eben Miep Miep gemacht hat, weil mich jemand auf YouTube abonniert hat, aber ich weiß nicht, warum es das tut. Eigentlich sollte das überhaupt keine Auswirkung haben. Naja. Verflucht seid ihr, Söhne Nilfgaards. Mögen Straßenköter eure Knochen kauen. Du wiederholst dich, Weib. So, nächste Insel, nächstes Glück. Oh, und hier oben waren doch noch Sachen. Da war ich wieder zu voreilig. Wo kommen wir denn da hin? Ach, guck mal. Hier ist diese Wegbiegung vielleicht. Ja, hier ist der Schatz. Glückwunsch, du kannst diesen Avatar-Rahmen im Mehrspielermodus verwenden. Ja. Träumchen. So, und den hier noch mitnehmen. Ja, hat sich doch gelohnt. So ein bisschen zumindest. So, dann können wir jetzt aber auf die nächste Insel gehen. Irgendwas. Da ist was. Und wir haben einen Schrein, den nehme ich jetzt aber natürlich nicht, weil wir haben ja schon volle Moral. Eure Hoheit, ein Erdrutsch auf der Straße blockiert uns den Weg. Die Männer könnten die Straße freiräumen, wenn ihr es befehlt. Doch sie sind eindeutig müde vom Marschieren und Kämpfen. Wir könnten jetzt 50 Gold sparen und dann den Schrein nehmen. Ja. Solange Nilfgaard unsere Heimat schändet, wird sich niemand ausruhen. An die Arbeit und lasst sie murren. Ruhig murren. Obwohl, eigentlich ist es Blödsinn. 50 Gold ist nicht so viel. Können wir uns den Schrein theoretisch auch für später aufheben? Ich werde es allerdings vergessen. Ach, gib jedem ein wenig Geld, dann sollte sich die Müdigkeit rasch legen an die Arbeit. So, weg damit. So viele Bewaffnete habe ich noch nie gesehen. Alle in Schwarz und mit geflügelten Helmen. Man sagt, die Nilfgaarder haben Herzen aus Stein. Niemals erweisen sie jemandem Gnade. Niemals? Wo bleibt die Verstärkung aus der Hauptstadt, Herrin? Warum werden wir nicht beschützt? Wo bleibt die Verstärkung aus der Hauptstadt, Herrin? Ach, immer nur jammern. Ui. Ein Troll. Plötzlich schnitt ein Schatten über den Himmel. Die Königin riss instinktiv den Schild hoch. Überzeugt, dass ein nilfgaardisches Katapult soeben einen Felsbrocken auf ihr Gefolge warf. Doch als das Geschoss auf der Straße vor ihnen landete, zerbarst es in Splitter. Es war ein Fass. Sie bewerfen uns mit Fässern? Soll das ein Witz sein? Die Nilfgaarder sind eigentlich nicht für ihren Humor bekannt, antwortete Renard.
Trolley McCrollface. Maeve erhob sich im Sattel, spähte in die Ferne und brach in Gelächter aus. Es war kein Katapult und auch kein Tribok gewesen, sondern ein wütender Felstroll hatte das Fass geworfen. Eine Abteilung nilfgaardischer Soldaten lagerte bei jener Höhle, die dem Troll als Zuhause diente. Wer ist denn so dämlich und kämpft beim Troll vor der Hütte? Ach, die Nilfgaarder wieder. So, wir werden dem Troll helfen. Ja, geil. Sehr gut. Klar helfen wir dem Troll. Klar. Trolle sind toll. Troll oder nicht Troll? Die Königin zog ihr Schwert. Niemand verdient es, von Nilfgaardern umgebracht zu werden. Folgt mir! Außerdem, Nilfgaarder abmurksen ist immer schön. Also Trolle finde ich immer schön in Witcher. Das sind immer so mit die besten Nebenquests gewesen. Viele halten Trolle angesichts ihrer Tapsigkeit und ihrer ungeschliffenen Ausdrucksweise für harmlos, leicht zu überlisten oder bei Bedarf schnell abzuhängen. Die Nilfgaarder sollten bald herausfinden, dass es sich dabei um Fehlschüsse handelte und für diese Lehre sollten sie einen hohen Preis bezahlen. Gewinne die Schlacht, ohne dass Shep stirbt oder in Gefangenschaft gerät. Sonderregeln, verkürzter Kampf. Wie cool wäre es, wenn der sich dann uns anschließen würde. Eine Runde. Okay. Diese Kombi ist eigentlich ziemlich cool, glaube ich. Ah, wir nehmen den mal raus. Drei von denen brauchen wir nicht. Davon reicht auch einer. Davon reicht einer. Okay. Das ist irgendwie nicht so überrascht. Und Schöp. Okay. So. Schöp, Boss. Füge alle zwei Züge zu Beginn des Zugs allen Einheiten in der gegnerischen Reihe einen Schaden zu und verschiebe dann diese Einheit in die andere Reihe, wenn die Gesamtstärke beider benachbarten Einheiten gerade ist. Ist sie ungerade, füge allen Einheiten in dieser Reihe einschließlich dieser Einheit einen Schaden zu und verschiebe dann diese Einheit in die andere Reihe. Meine Güte, das muss ich jetzt nochmal lesen. Wiederholen Sie, Maschine. Füge alle zwei Züge zu Beginn des Zugs allen Einheiten in der gegnerischen Reihe einen Schaden zu. Die gegnerische Reihe ist wahrscheinlich diese hier oder diese hier. Das ist schon mal die erste Frage. Und schiebe dann diese Einheit in die andere Reihe, wenn die Gesamtstärke beider benachbarten Einheiten gerade ist. Benachbart von mir oder von der Einheit, die ich angreife. Ah, es ist... Ich finde die Texte nicht immer sehr schön beschrieben. So, wir haben diesmal einen Feldsanitäter. Das ist nett. Verbessere jeden Zug zu Beginn dieses Zuges. Genau, diese Einheiten. Das ist nervig. Sie haben keinen Anführer. Wir könnten jetzt direkt einmal draufhauen. Und das heißt, wir können den ja einmal spielen. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Du musst dafür sorgen, dass die Nachbarn von Shep in der Quersumme gerade sind. Ansonsten nimmst du Shep und Shep Schaden. Okay, danke. Die Nachbarn von Shep in der Quersumme gerade sind. Ja. Ah, in dieser Reihe, ja. Einschließlich dieser Einheit einen Schaden zu. Gesamtstärke bei der benachbarten Einheit. Okay, ist die Frage, ist das hier benachbart? Hier ist ja 0. Stärke 0, hier ist auch Stärke 0, das heißt 0 ist eine gerade Zahl. Das heißt, alles ist schön. So, und den möchte ich möglichst schnell weghaben. Er hat wieder zwei davon. Das war jetzt eigentlich blöd, jetzt schon drauf zu hauen. Okay. Jetzt schießen macht noch gar keinen Sinn. Wir spielen ein Regiment.
13 und 7 ist natürlich beides ungerade. Links, rechts, aber links, rechts, links. Wenn wir rechts. Keine Nachbarn haben, ist ja alles schön. Okay, das spricht also diese Reihe an. Aber er geht gleich wieder zurück. Das ist dann nicht nett. Wir kriegen den. Dann spielen wir den mal hier hin. Wenn du darauf bestehst. Aber es muss ja in der Summe. In der Summe muss es ja gelten. Das heißt, eigentlich könnten wir den auch da vorne hinspielen. Denn ungerade und ungerade ist ja netterweise gerade. Der macht aber auch ordentlich nochmal Schaden. Wir gehen mal kein Risiko ein. Wieder und wieder und wieder. Außerdem müssen wir jetzt hier auch hochsetzen, damit wir dann viel Schaden machen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir könnten uns noch so ein Pikinier holen. Aber dann haben wir ziemlich viele. Ach komm. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Heil, Kerser! So, jetzt geht's gleich hier wieder rum. Gleich ist Chip wieder da. Er hat aber keine Nachbarn. Das sollten wir auch erstmal so lassen. Nächste Runde können wir sie auch wieder spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, eine passt hier noch rein. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Ah, es schießt! Eure Hoheit, der Troll ist nicht berechenbar. Jetzt gehörst du mir. Es ist aber wieder nichts passiert. Das heißt, wenn keine Einheit neben ihm liegt, dann passiert gar nichts. Wobei ich finde, 0 ist schon eine gerade Zahl. Aber gut. Aber gut. So. Kriegen wir eh nicht kaputt. So, Zahl 5. Wieso gehen wir nicht auf den? Ihr habt doch alle 5. Eigentlich müsstest du doch auf alle hier draufgehauen haben. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verdammt. Mit dem Stuhl? Den können wir nicht spielen. Ah, kann man nicht spielen. Schütze zu Diensten! Dann weg damit. Kluge Entscheidung! Den darf ich jetzt nicht drüber spielen, weil der eine ungerade Zahl hat. Oder ich kann, doch kann ich. Kann den rüber spielen und dann den hier reinsetzen. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Dann kann ich jetzt mit 9 hauen. Das heißt, wir können den hier gleich mal wieder weghauen. Wollen wir nicht. Und jetzt müsste aber hier was passieren. Pam. Jetzt macht der Troll mal was. Netter Troll. Netter Troll. Wir haben noch keine Karte verloren. Das heißt, die Karte hier bringt uns gar nicht so viel. So, mehr als die können wir leider nicht mehr reinhauen. 134 zu 33, also an den Punkten liegt es nicht. Da haben wir echt keine Probleme. Oh, der hier hat Witz. Moment, Leute, lasst mir meinen Troll in Ruhe. Der Troll hat nicht mit das Beste, das heißt, aber wir werden ihn trotzdem einfach mal heilen. Damit wir auch da kein Risiko eingehen. Summe ist gerade. Fanti, er ist 20 Florins wert. Genau, wenn die Gesamtstärke beider benachbarten Karten gerade ist, 20 passt. Muss ich aufpassen, dass ich mit dem hier nur keinen Blödsinn mache. Ne, die schwächste Einheit ist 6. Die stärkste ist 19. Okay, ja, das passt.
bei ihr können wir auch noch mal draufhauen, aber das... Ich hab mal wild gejagt. Menschen sollten wir gerade noch Geld. Nicht machen. Genau, sie kann ich jetzt nicht einsetzen, weil ansonsten würde er plus 5 kriegen, dann wären wir hier bei 25. Das wäre ein bisschen schade. Dann setzen wir stattdessen den hier ein. Sag, dass das ein Witz sein soll. Kann ich ja nicht noch eine vom Friedhof? Wir haben noch hier auf dem Friedhof welche liegen. Geht nicht. Menschen Gutes tun. Ach, wir haben schon gewonnen. Ach, wir haben schon gewonnen. Okay, das war einfach. Die Lyrier zermalmten die Nilfgaarder. Der Troll war nachdenklich geworden. Er betrachtete die Leichen der Invasoren und probierte sie. Schwarzmenschen nicht gut. Ganz recht, Herr Troll. Die Nilfgaarder sind ein übler Haufen. Sie haben unser Land überfallen. Schwarzmenschen so hart. Nicht gut. Viel Rüstung, hart zu beißen. Auch versuchen? Ich glaube heute nicht. Weißt du, mit wem du sprichst? Dies ist deine Königin. Ja und? Aber auch Königinnen könnten doch kannibalistisch veranlagt sein, oder? Grüße, deine Königin. Schöp mein Name. Na, Narina, ich werde schon zurechtkommen. Sag mal, Schöp, du hast da eine prächtige Fässersammlung. Treibst du vielleicht Handel? Nein! Fässer gut für Schlagschmetter, wenn Schöp sauer. Aber was ist vielleicht Handel? Das heißt, dass man ein Ding gegen ein anderes tauscht. Mit Gewinn. Eine Sache für andere? Für Glitzersteine? Ja, anhand von Magna Carta Liberatum kann ein Vertreter jedes Volkes... Ja, genau, so solltest du mit dem Troll sprechen. Karte? Karte? Fässer, Handel, Glitzersteine, Schöp hat Plan, Schöp geht. Bevor deine Königin geht, bekommt sie was von Schöp. Deine Königin hilft, deine Königin kriegt Hilfe. Karte halten. Diese Karte wurde deiner Armee hinzugefügt und kann im Kommandozelt gefunden werden. Elf und Zwiebelsuppe. Yummy, 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 yummy. Der Troll machte Kehrt und rannte aus seiner Höhle. Wohin wusste nur er selbst. Als sie sich zum Gehen wandte, hatte Mewe so eine Ahnung, dass die Welt noch von diesem Troll namens Schöp hören würde. Okay, er kommt vielleicht nochmal wieder. Das wäre schön. Okay, wir sammeln erstmal hier die Gebäude ein. Hat sich ja schon mal wieder gelohnt. Dann gucken wir mal, was es hier für eine schöne Karte gibt. Erschaffe eine Bronzekarte. Ich glaube dafür... Kann ich dafür das Banner rausnehmen? Das Banner finde ich irgendwie nicht so hilfreich. So, ich kann nur drei Schätze ausrüsten. Genau, das war das Problem. Ich finde das Krafttonikum und den Melo ist eine schöne Kombi. Das Ablenkungsmanöver finde ich jetzt eher nicht so hilfreich. Dann würde ich stattdessen mal die Zwiebelsuppe ausprobieren. Die Elf und Zwiebelsuppe, wie auch immer Elf schmeckt. Ich weiß, müssen wir es mal ausprobieren. Können wir eigentlich noch irgendwas Schönes bauen jetzt? Und wir könnten das mit Rekruten noch machen. Wir könnten aber auch an das hier. Ja, das ist beides so. Meh. Dann würde ich erwarten, bis wir dann hier mal neue Sachen freischalten. Dafür noch ein bisschen sparen. Gut. Ah, er taucht wohl im Gwen-Kartenspiel auf. Schöp? Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt die Entscheidung, ihm zu helfen, auch noch dazu führt, dass wir ihn später nochmal wiedersehen. Das soll ja hier auch langfristige Auswirkungen haben.
Gut, aber kann sein, dass er dann ja auch im Online-Modus dann mit auftaucht. Gut, aber dann würde ich sagen, dann reicht es dann auch erstmal wieder an dieser Stelle. Jetzt fast 3,5 Stunden, die ich hier streame. Das muss erstmal wieder reichen. Hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.